Ja, Leute, ich würde sagen, heute ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Command Factory, in der ich ein paar Livestream-Updates gebe. Es sind tatsächlich zwei Livestreams gewesen seit dem letzten Mal und da ist natürlich einiges passiert, ne? Und ich habe auch ein bisschen hier was vorbereitet. Das sehen wir aber gleich. Ich zeige erstmal, was ich noch so gebaut habe am Anfang und dann fangen wir auch mit dem neuen Command an. Und zwar handelt es sich hier heute um, ich weiß gar nicht, wie heißt der eigentlich? Steht das nicht hier? Missiles Mod, genau. So nennt sich das und damit möchte ich mich auf jeden Fall beschäftigen und ich bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Ansonsten ja, haben wir auch noch eine neue Kiste, genau die. Da können wir uns auch noch Zeug rausnehmen. Ja, was nehmen wir denn da mal? Da kann ich mir auf jeden Fall wieder so die Hälfte nehmen von allem, ne? Ich habe die ja noch nicht geplündert, die Kiste. Und ja, dann noch ein Stack Eisen. Bisschen Netherquarz, da nehme ich mir mal hier ein bisschen mehr. So ungefähr. Das Gold nehme ich mal auch mal allerhand. So, ne? Ich will das ja mal relativ gerecht aufteilen alles. So. Ja, und ich habe schon mal das TNT so hingelegt, weil wir das genauso dann craften müssen. Aber ja, das machen wir dann gleich. Auf jeden Fall, sonst, das brauche ich vielleicht erstmal nicht unbedingt. Kann ich mir dann später noch nehmen. Eventuell schon mal ein paar Blaze Rods noch, wenn hier noch so viele drin liegen und so. Da hat das sicher auch einen Grund und dann können wir die auch ja, gebrauchen. So, ich gehe mal da hinten in die Richtung. Da habe ich nämlich einiges abgebaut bei Nekrog noch. Wir haben ja letzte Folge da noch ziemlich lange dran gearbeitet, ne? Deswegen hatte die Folge auch so Überlänge. Und ja, ich habe dann eben hier nochmal den Rest so ein bisschen weitergemacht. Also einfach, dass wir hier eine schöne gerade Fläche haben. Ich weiß nicht, ob die in Nekrog überhaupt nochmal auf dem Server war seit dem letzten Mal. Aber ich glaube nicht allzu oft. Weil er hat auch ziemlich viel vorproduziert gehabt. Aber ist ja auch kein Problem. Obwohl, ich weiß es nicht. Vielleicht war er auch da. Ich weiß nicht, wann seine Folge aufgenommen wurde, die er letztens rausgebracht hat. Deswegen kann ich das jetzt nicht mehr nachvollziehen. So. Ja, und dann, was ist noch so passiert? Habe ich noch irgendwo anders was gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, nächste Folge machen wir auf jeden Fall das mit dem Dungeon, was ich vorhatte, ne? Das steht ja auch noch an. Und ja, dann müssten wir auch langsam mal hier die Kisten wegräumen. Vielleicht mache ich das schon mal. Ah ne, warte, das mache ich, wenn ich ein leeres Inventar habe, vielleicht im Stream, dass ich die mal zusammenfüge sozusagen. Oder in eine Reihe stelle oder irgendwie sowas, dass sie nicht so komisch da rumstehen, weil das nimmt man langsam krasse Ausmaße an. So. Ja, ich kann mir nicht reden, ey. Schlimm. Ich hasse das immer. Ich will dann immer direkt neu anfangen, so. Direkt YouTube-Kanal löschen und nochmal neu starten, weißt du? Ich glaube, das wäre eine bisschen unverhältnismäßige Handlung. So. Dann gucken wir mal. Wir müssen hierfür ein bisschen was machen. Ich habe jetzt die Maschine aktiviert. Und ich mache das mal hier draußen, ne? Und zwar, wir brauchen erstmal einen Redstone und einen Pfeil. Dann kriegen wir nämlich hier so Targets zusammen. Ich weiß auch noch nicht, was das für Dinger sind. Also, was passiert jetzt? Target, okay. Also ich teste das jetzt erstmal so aus. Ich habe noch nichts mit dem Command gemacht. Und die Symbole bleiben auch da, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay, hätte ich mal woanders setzen müssen, wo es nicht so stört. Aber die kann man bestimmt auch noch entfernen. So, dann können wir hier mit TNT, Eisen und Redstone noch was anderes craften, oder? Das müsste doch so gehen. Also hier steht 4 TNT. Ach so, 4. Ja gut, habe ich ja eigentlich. Und 8 Iron Ingots. Ach so, 8. Ich dachte 4 nur. Okay, dann ist klar. So, zack. Hä, was soll ich jetzt noch dazu packen? Hä? Wo ist das hin? Ach so, TNT brauche ich ja noch. Oh Mann. So, jetzt haben wir es doch. Das ist ein Ordinary Missile. Keine Ahnung, was das macht. Ach so. Das ist so eine Rakete, alles klar. Und wie kann man die starten? So? Na, bestimmt mit Kohle oder sowas, ne? Keine Ahnung. Also ich glaube, da steht auch hier nicht viel. Das ist wieder so ein bisschen was, wo man rumtesten muss und so. Das findet man nicht so schnell raus, alles hier. Ja, ist ein bisschen schwierig hier. Ein Block Redstone, a Special Item. Also es gibt immer ein Special Item, ne? Man kann zum Beispiel auch Fire Charge nehmen. Wollte ich mir auch nochmal craften. Da hat man dann Flame Missile zum Beispiel.
Oder Potions gehen auch, ne? Ich wollte mir auch noch einen Braustand vielleicht mal bauen dafür. Ich teste noch mal ein anderes Missile aus. Ich hatte mir das auch schon hingelegt. Was war denn das jetzt noch mal? Mit Quarz oder so, ne? Ich guck noch mal. Netherstar geht auch. Ah ja, Lava Bucket können wir noch machen. Ach ja, die Iron Pickaxe wollte ich noch. Mal sehen, was wir daraus kriegen. So. Dann... Oh, ich habe schon mal vergessen. Das hier, ne? Und die Pickaxe, genau. Da kriegen wir ein Quarry Missile. Bin ich auch mal gespannt. Was hat das zu bedeuten? Ich setze das mal hier hinten hin, ne? Wo wir vielleicht so eine Art Quarry aufbauen könnten. Ja, aber ich weiß halt auch immer noch nicht, wie man das, ja, jetzt bedient, ne? Wahrscheinlich mit Kohle, wie gesagt. Ich hol mal welche und ich mache mir auch schon mal einen Braustand. Das wäre eine gute Idee. Und ja, da gucke ich erstmal, wo habe ich Cobblestone hin? Müsste oben sein. Genau, so. Ja, ist ja schnell gemacht. Dann hole ich mir gleich noch einen Lava-Eimer, damit wir das vielleicht nochmal machen können heute. So, wo können wir den hinstellen? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, wir können mal hier den Braustand entfernen. Quatsch, den Braustand. Die Workbench. So, sollte gleich droppen in einer Stunde. Ja, so. Dann können wir das ja auch hinsetzen. Was brauchen wir nochmal? Potion of Poison, ne? Irgendwie. Ich weiß es nicht. Ja, 45 Seconds. Da brauchen wir, glaube ich, auch noch irgendwie Redstone. Das kann das sein. Oder eine Glowstone. Ah, ich weiß es nicht. Kriegt man Potion of Poison zufällig damit? Bin mir nicht sicher. So, und habe ich eigentlich Glas? Bestimmt nicht, aber Sand sicherlich, ne? Ah, doch, hier ist Glas. Sehr gut. Ich glaube, Sand habe ich auch viel verkraftet für das TNT, ne? Da brauchte ich ja auch richtig viel. Aber gut, Sand kann ich zur Not wiederholen. Das ist nicht das Problem. So, was jetzt eher ein Problem ist, sind Wasserflaschen. Warum haben wir ja kein Wasser? Ach, da unten ist ja welches. Immerhin, ne? So. Dann gehe ich nochmal hier rein. So, und dann gucke ich mal, geht das jetzt einfach, wenn man hier Spinnenaugen reinlegt? Bin ich mir nicht sicher. Wir werden es gleich sehen. Ich brauche noch hier Lohnstaub. Wieso geht denn das nicht da automatisch rein? So. Okay. Dann hole ich mir nochmal das Brot. Und was wollte ich mir craften oder holen? Kohle, ne? Genau, da gehe ich nochmal kurz hoch. Vielleicht finden wir ja was. Also heute, das ist auch mal nur so eine Testfolge. Da werde ich erstmal so die ersten Tests machen hier mit diesen ganzen Command. Nächste Folge werden wir dann sicherlich wieder was anderes machen. Vielleicht gehe ich sogar Strip Minen oder so, um ein bisschen Kohle noch zu kriegen und ein bisschen weiter zu forschen und so. Das wäre eine Idee. Und ja, müssen wir mal gucken. Dann könnte ich vielleicht übernächste Folge dann das mit dem Dungeon machen, was ich auf jeden Fall auch noch vorhab. Ja, werden wir sehen. Da können wir auch mal ein Thema ansprechen vielleicht wieder. Hatten wir auch schon mal vor längerem immer. Und ja, warum nicht nochmal? So, und mit dem Ding hier kann man natürlich auch sehr schnell farmen. Das ist natürlich klar. Aber da kriegt man ja alle Kohle hier zum Beispiel auch so raus, ne? Aber ist ja erstmal egal. Das kann ich mir dann oben hinstellen und nochmal abbauen. Das ist ja nicht das Problem. Und ja, dann gucken wir nochmal. Dann guck mal hier. Ich kann Obsidian mit einem Schlag abbauen, ey, das ist auch geil. So, aber was mache ich jetzt, ist die Frage. Scheiße. Ich will jetzt auch nicht das Zeug verschwenden hier. Naja, dann baue ich Stein hin. Ich habe mir überlegt, ob ich kurz Glas hinmache, einfach mal. Das wäre irgendwie dumm. So. Ja, dann muss ich nochmal schauen hier. Wegen der Kohle. Oder ne, was wollte ich mir jetzt holen? Ich wollte mir nicht mal Kohle holen, ne? Oder? Hatte ich jetzt noch was anderes vor? Ich hatte noch irgendwas im Kopf, was ich mir jetzt abbauen wollte oder so. Aber ich weiß einfach nicht mehr was. So, hier haben wir noch ein bisschen Zeug. Alles klar. Ja, mal gucken. Ich bräuchte eigentlich auch noch ein Thumbnail. Also von daher ist es schon ein bisschen doof gerade. Ich kann ja mal hier das mit dem TNT irgendwie fotografieren, dass wir so ein Inventar-Thumbnail haben, ne?
So, das tue ich nochmal hierher. Das sieht sonst doof aus. Ja. Ich weiß nicht, was passt alles zu dem Command. Das mit dem Target auf jeden Fall. Und ja. Ich werfe mal alles raus, was gerade nicht aufs Thumbnail soll. Das Brot kann ja hier unten hin, ne? So, müssen wir natürlich hier ein bisschen sortieren, schön. Die Workbench brauchen wir gerade auch nicht. Und das Holz eigentlich auch nicht. Soll ja einigermaßen ordentlich aussehen, ne? Deswegen sortiere ich das hier gerade nochmal. Ja. Und dann haben wir eigentlich ein cooles Inventar und Thumbnail zusammen. Okay, jetzt aber. Und dann würde ich sagen, bis später, Leute. Und das wär's erstmal. Tschüss.